Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast gilt europaweit als Mr. Outlet. Und heute ist er bei uns, der Chef der Outlet City, Metzing. Mit über 4,2 Millionen Besuchern jährlich ist die Outlet City Metzingen das größte Outlet Europas. Die Textil- und Bekleidungsherstellung hat in der Stadt Metzingen eine lange Tradition. 1924 gründete hier Hugo Ferdinand Boss seine Kleiderfabrik, welche von den Enkeln Uwe und Jochen fortgeführt und zur weltweiten bekannten Marke aufgebaut wurde. Ein Meilenstein für das Outlet-Business in Europa ist die von der Holy AG 1995 gegründete Outlet City. Das eng mit der Stadt Metzingen entwickelte Shopping-Konzept umfasst mehr als 130 bekannte Premium- und Luxusmarken in Fashion-Outlet-Stores und gilt als einzigartig. Mit ganzjährigen Nachlässen von bis zu 70% ist die Outlet City Metzingen heute Mekka für qualitäts- und markenbewusste Sparfüchse und das weit über die Grenzen des Schwabenlandes hinaus. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich im Chefsache-Studio den Geschäftsführer der Outlet City Metzingen. Herzlich willkommen, Wolfgang Bauer. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, freue mich. Was waren das für Zeiten, Herr Bauer? In der Bundesliga wird aktuell über Geisterspiele gesprochen. Sie haben im Prinzip, kann man das so sagen, eine Geisterstadt erlebt in Metzingen? Ja, leider. 5 Wochen lang waren alle Stores geschlossen, alle Gastronomien. Und jetzt ist Gott sei Dank wieder offen, seit gut 2 Wochen. Und wir sind froh, dass wieder Leben in die Stadt zurückgekehrt ist. Wie sehen Sie denn persönlich eigentlich die Outlet City Metzingen? Sind Sie eher so etwas wie ein riesengroßer Shop mit ganz vielen Brands? Oder sind Sie vielleicht sogar so etwas wie eine Sehenswürdigkeit? Ich glaube, mit 4 Millionen Besuchern im Jahr kann man durchaus sagen, dass Sie ein Frequenzbringer sind. Ja, das kann man sicher sagen. Also ich glaube, wir sind dann wirklich auf der ganzen Welt bekannt. Und in Deutschland zählen wir klar zu den Destinationen mit den meisten Touristen. Wir haben mehr wie Neuschwanstein, wir haben ein bisschen weniger wie der Europapark. Aber in diesem Umfeld, denke ich, sind wir auf jeden Fall als Tourismusdestination für Shopping die Adresse in Deutschland. Ja, ich denke, wir sind eine der bekanntesten Destinationen europaweit. Und darauf setzen wir natürlich auch in Zukunft. Ja, aber man muss sagen, das Reiseverhalten, das wird jetzt in Zukunft auch ein bisschen anders sein. Ich will es mal so sagen, ich glaube, die 4 Millionen, die werden Sie nicht mehr geschaffen. Nein, die 4 Millionen, glaube ich, ist auch nicht die Zahl, die so richtig wichtig ist. Ich glaube, das Wichtige ist, welche Kaufkraft bekommt man her? Und da ist logisch für uns das Thema, dass der internationale Tourist zumindest dieses Jahr nicht in diesem Maße kommen kann, wie wir das gewohnt sind. Und es kann auch länger dauern, bis die wieder zurückkommen. Also werden wir uns sehr viel stärker auf den deutschen Touristen konzentrieren. Das Reiseland Deutschland wird wiederentdeckt. Viele Leute, die nicht reisen dürfen international, werden Deutschland entdecken. Und da wollen wir natürlich als Destination hier im Süden zwischen Bodensee, Schwarzwald, Allgäu, neben Stuttgart und, glaube ich, gut erreichbar und eine wichtige Rolle spielen. Sie sagen, die Kaufkraft ist entscheidend, aber ich sage mal so, auch die Kaufkraft hat natürlich gelitten. Man hört, dass eine gewisse Konsumzurückhaltung zu beobachten ist. Das müssen Sie doch im Prinzip auch merken, auch diese Luxusmarken, oder etwa nicht? Das ist im Outlet ein bisschen anders. Da gilt tatsächlich der Spruch in der vor der Krise kann man sparen, in der Krise und nach der Krise muss man sparen. Also da ist es tatsächlich so, dass die Leute, wenn sie dann aufs Geld gucken müssen, eher noch ins Outlet gehen als in normalen Zeiten. Und das habe ich in vielen Krisen, die ich schon gesehen habe in den letzten 20 Jahren, jedes Mal so erleben können. Da sind wir guter Dinge, dass wir aus dieser Situation noch einigermaßen gut rauskommen. Spannend ist ja auch immer wieder die Diskussion, was für Waren kriegst du denn da überhaupt? Ist das schlechtere Ware oder ist das eine Resterampe? Und letztendlich auch das Thema Digitalisierung möchte ich gleich noch mit Ihnen ansprechen. Wohin möchten Sie sich entwickeln? Gleich hier, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Wolfgang Bauer. Er ist Geschäftsführer der Outlet City Metzingen. Wir haben es kurz vor der Werbung gesagt. Wie ist es denn jetzt ganz konkret mit der Ware, die man in so einem Outlet kaufen kann? Ist die minderwertig und deshalb günstiger? Oder ist es letztendlich alte Ware? Und das war's.
Weder noch. Also heute ist eigentlich klar, es ist ein anderes Geschäft als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Dort war es in der Tat Überschussware, zweite Wahl. Das, sagen wir, in einem alten Fabrikverkaufsstil unter die Leute gebracht wurde. Heute überlegen sich die Marken natürlich sehr genau, was deren Kunde auch im Outlet erwartet. Und es gibt keine Regel für alle Marken. Jede Marke hat ihre eigene Philosophie, jede Marke hat individuelle Kunden und jede Marke hat eine andere Logistik und Warenkette, die dahinter ist. Und insofern finden Sie dort alles von Überproduktionen über die Rückläufer aus dem Handel, die Ware aus den eigenen Geschäften, die sozusagen zurückkommt. Und am Ende des Tages versucht die Marke ein Angebot einzusteuern, sodass die Kunden, die ins Outlet gehen, auch nachher wieder zufrieden nach Hause gehen. Sind das bisweilen auch völlig andere Leute als diejenigen, die jetzt in München beispielsweise durch die Maximilianstraße schlendern? Na, das sind zum Teil auch dieselben Leute, aber die kommen mit einem anderen Wunsch in die Outlet City oder in Outlet. Klar steht Preis im Vordergrund und was natürlich die größte Unterscheidung ist zur Ware im stationären Handel oder in den Flagship-Stores der Marken, es gibt nicht die aktuelle Saison. Also Sie finden nicht genau das Teil, das jetzt auf der Maximilianstraße hängt, zur gleichen Zeit im Outlet. Das ist eigentlich die Regel für die allermeisten Marken. Würden Sie denn jetzt sagen, bedingt einfach auch durch Corona, dass der Konsum zurückgeht und dass eher solche Luxusartikel weniger gekauft werden oder jetzt erst recht? Ja, wir spüren eigentlich die Tendenz jetzt erst recht. Das Geld wird bewusster ausgegeben. Die Leute haben ja genug Zeit gehabt zu überlegen, was sie brauchen. Und man kauft, hat vielleicht eher von zu Hause aus mal spontan irgendwas bestellt und jetzt geht man bewusst einkaufen. Wir sehen, dass die Durchschnittsbons, die jetzt in den Stores gemacht werden, deutlich höher sind wie vor der Krise. Schauen wir mal in die Innenstädte unserer Gemeinden, die wir in Baden-Württemberg auch so haben. Da gibt es zum Teil Leerstände, die haben echte Probleme. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es bestimmt das eine oder andere Bürgermeisterle, das mal bei Ihnen anruft und sagt, Mensch, Herr Bauer, wollen Sie nicht auch bei uns jetzt hier zum Beispiel in Ravensburg eine kleine Outlet-City bauen? Wie sieht's aus, Herr Bauer? Also Ravensburg hat sich noch nicht gemeldet, aber haben tatsächlich viele sich gemeldet. Auch letztendlich international. Sehr viele Städte, die das Modell gefragt haben, ob wir multiplizieren. Motorworld beispielsweise, Ihr Nachbar macht das ja auch. Ja, der ist ja auch nach Metzingen gekommen, weil er gemerkt hat, dass das was Spezielles ist, was uns gefreut hat. Es bringt zusätzliches Erlebnis, zusätzliche Gäste zu uns. Aber für uns ist klar, diese Historie, die Metzingen hat, alte Textilindustriestadt, Hauptheimatstadt von Hugo Boss und damit so ein Stück Authentizität, das ist an anderen Standorten nicht in diesem Maße gegeben. Und deswegen war für uns klar, für uns kann die Multiplikation nicht stationär stattfinden, sondern die findet für uns digital statt. Und da hat sich ja jetzt unfassbar viel bewegt. Einige sind mit einem großen Fragezeichen nach wie vor unterwegs, aber Sie hatten das Thema schon vor ein paar Jahren angeschoben. Wie ganz genau sieht die Outlet City denn digital aus und wie sehen Ihre Pläne aus für die Zukunft? Ja, wir sind weltweit in der Tat das erste Outlet, das einen eigenen Online-Shop kreiert hat. Sind seit 8 Jahren dort sehr erfolgreich, haben dort auch viele, über 50% der Marken, die Sie in Metzingen finden, sind dort auch vertreten und noch 250 weitere. Und wir rollen das jetzt auch international aus. Gerade jetzt in der Corona-Krise, brauche ich Ihnen nicht sagen, ist das natürlich ein Erfolgsmodell. Aber was der wichtigste Schritt ist, wir digitalisieren auch das stationäre Geschäft und wir arbeiten noch viel enger mit den Marken zusammen, weil letztendlich stationäre und Online-Angebote zusammenwachsen. Das heißt, in der Zukunft werden Sie von Outlet City noch ein runderes und besseres Angebotspaket von den Marken bekommen. Und die Vielfalt der Marken und der Produkte wird einfach einzigartig sein, weil wir beide Ketten stationär und online verbinden. Ein Thema, das ich auch immer wieder höre, ist, naja, der Kauf eines Produktes ist die eine Geschichte, aber ich würde mal sagen, das ganze Schnickschnack drumherum, also sprich von der Gastronomie über vielleicht Veranstaltung und so weiter und so fort, wird auch immer wichtiger, weil das Produkt nicht mehr allein so wichtig ist. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist definitiv so. Der Versorgungskauf, der früher im alten Outlet-Verkauf eigentlich normal war, der geht natürlich massiv zurück, weil der im Internet gemacht wird.
Und der Erlebniskauf nimmt massiv zu. Bei unserer jüngsten Erweiterung und bei den Themen, die wir jetzt gerade machen, steht deswegen auch Gastronomie im Vordergrund, steht Aufenthaltsqualität, steht Erlebnis im Vordergrund. Wir schaffen jetzt gerade Veranstaltungsflächen, auch museale Themen werden dort kommen, Kunst, Kultur, alles. Das werden Themen sein, die eben auch einen Kurzurlaub oder ein paar Tage in der Region zu verbringen, attraktiver machen. Abschließende Frage, was war denn für Sie in diesen 20 Jahren, wo Sie das Outlet-Geschäft hier in Deutschland entscheidend geprägt haben, vielleicht einer der schönsten Momente, weil ja momentan einfach auch viel über schlechtes Zeug gesprochen wird? Tja, also der schönste Moment war sicher, als wir den Durchbruch nach 6-7 Jahren Verhandlungen für die letzte Erweiterung, für die Verlagerung Hugo Boss, für diesen Durchbruch letztendlich zum größten Outlet Europas zu werden und damit sicher auch die Erfolgsstory weiterführen zu können, als wir dies ausverhandelt hatten und die Genehmigung da war und damit klar war, es wird auch in Zukunft weitergehen. Das war sicher das Highlight. Das heißt also, eine Outlet City, die wird es eigentlich auch nie auf einer grünen Wiese geben können, oder? In dieser Form sicher nicht. Und ich glaube, das ist der große Differenzierung. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wolfgang Bauer, Chef der Outlet City Metzingen. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit an dieser Stelle. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.